Leute, Crimex hier und in diesem Video möchte ich euch die ganzen neuen Fahrzeuge des neuen Highlife DLCs vorstellen und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem neuen Motorrad namens den Car Trust. Ja, dieses Motorrad kostet 75.000, ist nicht besonders schnell und sieht auch nicht besonders gut aus und ist deswegen für mich gleich mal der Fail von diesem Update. Weiter geht es mit dem Dubauchi Massacro, welcher zunächst etwas langweilig aussieht, aber mit genügend Tuning-Eigenschaften und dieser besitzt wirklich genügend davon, sieht dieser wirklich sehr, sehr sportlich aus und wird nach einem ausgiebigen Tuning ein richtig cooler Flitzer für die Straßen von Los Santos. Weiter geht es mit dem Enos Huntley, welcher für mich so die Überraschung unter den Fahrzeugen im Highlife-Update war, weil man ja ehrlich gesagt nicht viel von SUVs erwartet, aber mit diesem hat man wirklich sehr, sehr coole Tuning-Eigenschaften und er ist auch nicht gerade langsam, so wie man es von einem SUV erwartet. Und deswegen für mich eine ziemliche Überraschung. Und nun kommen wir auch schon zu meinem persönlichen Favoriten, dem Pegassi Centauro. Ein wirklich extrem krasses Auto, sieht extremst gut aus und ist natürlich auch sehr, sehr schnell. Ja, natürlich hoffe ich immer, dass euch meine Autovorstellung gefallen hat. Wenn es ist, dann lasst mir jetzt auf jeden Fall ein Like da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, euer Crimex.